Also, ja, das ist mein Autogrammalbum. Und das ist Niki Uta Müll, natürlich ein Doris. Also, das ist mein erstes Autogramm gewesen, da bin ich ganz besonders stolz drauf. Vor allem das wunderhübsche Foto dazu. Das zweite. Und das ist Mutfuck, das ist ein ganz berühmter Fanzine-Schreiber. Der macht das bekannteste Fanzine in Berlin. Das Uxem Krümschen. Das heißt so, also, das hat einen ziemlich schwierigen Namen. Und, das ist Dagmar, die ist auch natürlich ein Doris. Und die schuldet mir noch 90 Mark. Dagmar schuldet mir noch 90 Mark. Vergiss das nicht. Ja, das ist Robert. Robert ist von den News, die haben auch als Vorgruppe von Jam gespielt. Der ist auch schon ein bisschen berühmt, aber noch nicht so richtig. Aber vielleicht wird er ja nochmal berühmt. Vielleicht habe ich da jetzt ein bisschen zu beigetragen. Das ist Kitty, ja, da weiß ich nichts mehr weiter zu. Und das ist Daktari, der ist von, das ist ein älteres Rote, der ist von Rucki Zucki Stimmungskapelle. Und das ist mein besonderes, da bin ich ziemlich stolz drauf. Das ist Ingebrück. Kennst du Ingebrück? Ja, die hat draufgeschrieben für Max und das ist wirklich echt. Das ist ein echtes Autogramm für Max, da bin ich ganz besonders stolz. Das ist die, die immer auch singt, weg mit der Maske. Und das, oh, das ist ein bisschen verrutscht, das ist von JB Films, also das ist Jörg. Der ist ja auch schon so ein klein wenig berühmt und nicht so richtig, aber das kann ja alles noch kommen. Ja. Und das ist Tina. Tina, ja, die war auch schon mal im Fernsehen, deswegen habe ich sie auch in mein Autogrammalbum aufgenommen. Naja, das war's schon.